Moin, willkommen beim Video über die Fazit über den Abbau vom INOV K2 System. Hat sich das ganz gelohnt oder lohnt das ganz sich? Ich gehe auf den zweiten Punkt, also ja, es lohnt sich. Allein schon über für die Antwort, die ich kriege von der Police, dass von ihnen das System angebaut hat und benutzen von dem Material. Die Antwort, die fand ich übrigens geupdatet auf meinem Blog. Kommen wir aber nur zum System selber. Ich sprang von gut aus schlecht hin an hier, weil das Abzählen, das fand ich, dass das Puzzle nicht so richtig rein. Den Abbau habe ich ein bisschen mehr lang gebraucht, wie eigentlich auch gehen. Das ist einfach motorspezifisch gewirkt, habe ich halt eben ein bisschen mehr lang gebraucht. Das ist nicht einfach auspacken, Plug and Play dran machen, das ist nicht. Es kann so sein, wenn ihr Motto das so lässt. Ich habe schon ein bisschen mehr lang gebraucht, weil ich das ganz voll proper holen und voilà, tut mir lange gedauert. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwei Sachen, die ein bisschen mehr Kap zerbrechen gemäht haben, das ist zwar vom GPS, für den zu positionieren, an dem sein Kabel proper zu verlieren. Vier durch die Konnexion, weil diese so dick ist, habe ich nicht proper irgendwo verloren gekriegt. Das heißt, da muss ich einen Kerl drehen. Die läuft zwar nur proper verdurch, aber es gefällt mir noch nicht selber gut. Das heißt, da gehe ich noch einen Kerl drehen. Die Kabel von den zwei Kameras sind mehr wie genug. Für mich schon zu lang. Bin dran in dem Sitz, habe ich nicht mehr viel Platz, weil da alle guten Kabel leihen. Die hätte könnten für mich ein bisschen mehr kurz sein. Wobei den Minuskabel vom 12-Volt-Konverter, den war zu kurz. Den müsste ich verlängern. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind nicht die Sachen, die mich geben, auffallen, für das System zu kaufen. Auch die Kamera lassen sich proper verschaffen, respektive ummachen. Sie sind nicht groß und auch die CNC-gefrästen Halterungen, die dabei sind, lassen sich relativ leicht umbringen. Auch heute bei meinem Motto und darum müssten zwei, drei Plätze probieren, weil ich halt eben je nachdem, wo ich sie angebaut habe, vier Frontmatt gekriegt habe oder Draht, das wollte ich nicht. Ich wollte ein klarer Vue haben, ohne dass den Draht oder irgendein Karkass gesagt. Dafür, wie gesagt, auch auf der linken Seite. Kommen wir rüber bei der Qualität. Zu den zwei Kameras am Vergleich am Video von 4 drin mit meinem Testride gesehen hat, dass das INOV K2-System nicht so stabil ist wie GoPro. HD haben sie alle zwei, vier anhanden, die sind HD, Full HD-Qualität. Das einzige, was halt eben ist, sie haben keinen Stabilisator. Da das in den Manko, da das vermissen ist, hoffe ich, dass vielleicht irgendwann ein Software-Update könnt, dass ein Software da handelt, die da ein bisschen das geflackert wegkriegt, was da am Video, am Testvideo Fedro gesehen hat. Natürlich hat GoPro das nicht, die hat einen internen Stabilisator, dafür schneidet die an dem Qualitätskriterium wesentlich besser auf wie die auf K2. Vorne habe ich mal auf einer Rita Roescher Straße gesehen, dass die Qualität von der INOV K2 aber ganz, ganz, ganz nur an einen GoPro rückend und ich für meinen persönlichen Zwecke immens zufrieden sind mit der Qualität, die die INOV K2 mal gibt. Werde ich noch machen in Zukunft, ich werde noch einen zweiten also Schockabsorber, die man noch ein bisschen mehr die Vibrationen vom Motor wegschwellen, für noch mehr eine proper Videoqualität zu kriegen. Aber wie gesagt, dass ein Dashcam, sie soll auch die Funktion haben. Sie hat keinen Stabilisator auf dem Punkt hier. Für
Das war das für die Fidei-Qualität. Super. War das noch zu sagen? Ja, Plug and Play, easy to use. Kann ich bestätigen, teilweise auch nehmen. Tank vom Motto auf. Dann kommen wir bei DAP. DAP ist selbsterklärend, leicht zu verstehen. Da gibt es natürlich zwei Manko, die ich muss erwähnen. Und zwar ist es den Download vom Material vom DVR-System RAW auf dem Handy. Das ist ein bisschen problematisch. Mit das fängt nicht lohnend uns zu erklären. Das habe ich in dem Video von der App erklärt, das fand ich da. Und dann natürlich den Fischer selber. Du musst aufpassen, das habe ich auch in der App am Video viel drunter erklärt. Geht als ganz am Anfang, du musst am Menü auf MP4 umstellen, sonst sollte das Ganze am TS ab. Und zu viele Programme, die den TS-Fischer nicht lesen können. Und voilà. Mehr ist auch nicht dazu zu sagen. Ich kann das System absolut rekommendieren. Geht auf inof.de oder motomate.com gucken, wenn ihr noch mehr Informationen zum System braucht. Ja, ich bin ganz zufrieden damit. Ich bin froh, dass ich es angebaut habe. Voilà, ich werde sie auch angebaut natürlich schlossen. Ich werde vielleicht just noch eine oder die andere Modifikation für mich persönlich drum machen. Kabel vielleicht ein besser verlegen. Ein paar Schockabsorberen dabei machen, für ja, wie gesagt, Vibrationen rauszukriegen. Den GPS ein paar ernst verlegen. Den werde ich fehlen machen. Und dann Kabel ein bisschen mehr proper verlegen. Alles in allem gehe ich. Von 10 Punkten gehe ich um das 7 an einen extra Punkt für den Service. Also den ist, ne, den ist hier gestoppt, der Service. Sie haben mir gut geholfen. Die kriegt immer eine Antwort. Die Fehler und Susanne sind doofjährig, wenn ihr sie braucht. Schreibt ihnen, wenn ihr Frohen habt. Schreibt mir, wenn ihr Frohen habt. Ich gebe mich freuen, wenn ihr für das Video ein Like da los, eventuell ein Abo, gebe mich noch mehr freuen. Zum Schluss will ich auch noch dem Susanne und dem Phil von inof.de an motomate.com vielmals merci sagen, dass sie mir den System inof K2 hier zur Verfügung gestellt haben, respektive gesponsert haben. Wenn ihr noch Fragen zum System habt, spezifisch, die an den all den Videos nicht beantwortet genau oder die ich vergesse zu bearbeiten, schreibt ihnen eine Mail auf hello@inof.de. Sie antworten ihr direkt und sind noch froh, ihr können weiterzuhelfen. An dem Sinne sind die Schönungsmärkte für die Gucken von den Videos. Ob ein Like und ein Abo gebe ich mich freuen. Macht gut, bis geschwind.